Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play 13. Ich begrüße euch. Ja, nachdem wir im letzten Part hier doch endlich mal wieder ein kleines Stück vorangekommen sind, befinden wir uns allerdings immer noch in dieser geheimen Militärbasis mit dem Präsidenten, mit dem Vertreter des Präsidenten, allerdings auch mit den Verschwörern, allem voran der Nummer 1 der Agenten. Hier Cooper. Ich soll Präsident Galbraith bis zum Kontrollposten bringen, aber bisher habe ich nichts gehört. Weißt du, was los ist? Okay, ich warte auf Nachricht. Danke. Ah ja, okay. Also ja, wie gesagt, und das ist auch unser Ziel nach wie vor, die Nummer 1 zu finden und wahrscheinlich auch den Präsidenten zu beschützen, um dieses wahnsinnige Vorhaben der Verschwörer zu unterbinden, also hier eine neue Regierung quasi zu schaffen auf Basis eines Militärregimes. Von daher würde ich auch sagen, schon wieder genug gelabert. Weiter geht's mit 13. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wow. Scheiße. No! Ja, was ein genialer Einstieg in das. Ah, super. Perfekter Einstieg in diesen Part. Gut, wenigstens muss ich jetzt nicht mehr Hier labern. Cooper, ich soll Präsident Galbraith bis. Oh. Aha. Nö, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Danke. Genau, ich wollte dich jetzt hier mitnehmen. Hier ablegen. So. Das sah doch schon etwas besser aus. Okay. Ja. Faustkampf FTW. Es war eigentlich so nicht geplant, aber okay. Immerhin, es hat geklappt. Und ich finde es auch schön, dass ich ständige Munition bekomme und diese gar nicht einsetzen darf. Das finde ich einfach nur, naja, nicht so toll. Aber gut, vielleicht darf ich die auch irgendwann wieder einsetzen. So, du bleibst mal schön in der Ecke hier. Gott sei Dank, was ein Glück, ist hier keiner auf die Idee gekommen, diesen Knopf zu drücken. Ich werde trotzdem mal das Sturmgewehr ausrüsten. Obwohl, ne, es macht eigentlich keinen Sinn. Wie gesagt, ich darf das ja sowieso nicht verwenden. Besser, ich nehme den Stuhl hier wieder mit. Okay, diese Tür ist verschlossen. Hier gar niemand oder was? Sieht aus wie ein Konferenzraum. Also sehr offiziell. Tja. Offenbar hat sie aber auch gar keinen mehr. Finde ich aber jetzt auch gar nicht so schlecht. Ach ja, hier, ne? Die Dinger zerstören. Kann ich jetzt? Warum kann ich die nicht mehr? Okay, dann eben nicht. Und mir ist trotzdem die ganze Zeit, als hätte ich irgendetwas übersehen. Ich weiß nicht warum. Aber eigentlich kann das gar nicht sein. Na gut, was auch immer. Wir gucken uns jetzt hier. Ach so, ja, steht auch hier Konferenzraum, sehr schön. Wir gucken uns hier jetzt mal ein bisschen weiter um noch. Die Späts haben den Präsidenten als. Wow! Ich sehe nichts. Au, 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 au. Medipack, danke. Ach ja, einfach mal hier entlang geslidet, ne? Die Späts haben den Präsidenten als Geisel genommen. Nix gut. Wow! Ah, okay. Ja, komm, 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 komm rüber, bitte. Oh, bleib doch stehen. Hallo. Du Arschkeks. Nummer 13, wieder unter uns? Ja. Wer Zu fragt? Hilfe! Wer ist das denn? Standwell. Okay.
Soldaten geben, die unserer Sache dienen. Wow, war das knapp. Nummer 3. Ah, wir haben Nummer 3 erledigt. Sehr schön. Boah, Medikit, Gott sei Dank. Puh. Was zum Henker? Okay. Habe ich noch ein Medikit? Nö, natürlich nicht. Schade, 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 schade. Kann ich hier jetzt rein? Auch nicht. Dann gibt es ja eigentlich nur noch die Tür da vorne. Von da kam ja auch das Geschrei vom Präsidenten, glaube ich. Schauen wir mal. Jetzt haben wir den Schlüssel. Mein Gott! Brecht alle Operationen ab, bevor es zu spät ist! Mr. President? Springt den Präsidenten an einen sicheren Ort. Findet Sheridan. Ich habe den Kontakt verloren. Okay. Ah, Schurke. Ja, und dich sollen wir jetzt mitnehmen, oder wie? Wieso kann ich dich nicht... Achso, natürlich kann ich dich nicht aufheben. Mit dem Sturmgewehr. Kann ich jetzt irgendeine Waffe verwenden? Ah, okay. Alles klar. Ja, warum habe ich das Gefühl, dass das nicht so einfach werden wird? Mr. President, ich will ja nichts sagen, aber Sie haben auch etwas zugelegt. Gott, das kann sich jetzt nur um Jahre handeln. Je nachdem, wo ich den hinbringen muss. Und je nachdem, was mir in den Weg kommt. Hallo? Ah, Checkpoint erreicht. Sehr schön. Wenigstens etwas. Da kommt wahrscheinlich... Oh. Oh, no. No, 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 no. Mr. President, tut mir leid. Ich muss Sie kurz ablegen. Dankeschön. Wow! Jesus Christ! Okay. Ja, und unsere Gesundheit sieht jetzt nicht mehr wirklich gut aus. Kann ich irgendwo rein? Erstmal absichern hier, bevor wir... Oh! Hallo! Sweetheart. Schande. Ich brauche ein Medikit, Medikit, Medikit. No, no. Damn it. Ja, wirklich einfach machen es die uns echt nicht hier. Locker Room. Oh! War ja klar, dass hier noch so ein... Oh, eine Schutzweste. Immerhin. Sehr schön. Und ein Medikit. Yay. Ja, das gefällt mir doch schon wieder besser hier. So, Mr. President, dann glaube ich, können wir jetzt hier mal auch Richtung Aufzüge. So. Hoffe ich zumindest. Kann sich nur um Jahre handeln. Nein! Was? Damit. Ich wollte dich doch gar nicht ablegen. Hallo? Oh! Wow! Was ein Glück habe ich da nicht getroffen. Sonst wäre das Spiel wahrscheinlich wieder vorbei gewesen. Hier. Ich werde mich um ihn kümmern. Setz ihn hier ab. Wo hier? Vor dem Aufzug, oder wie? Mr. President, können Sie mich hören? Okay, er atmet. Ja, liegt doch sehr bequem, würde ich sagen. Helfen Sie uns, Colonel! Nö. Warum eigentlich immer ich? Ganz ehrlich. Wen schießt du da? Achso, okay, alles klar. Ja, mach du das mal, ne? Ich guck mich immer um. Achso, kann ich gar nicht. Schade. Oh. Rest in peace. Ich denk mal auch mal gar nichts, ne? Sensationell.
Aber gut, KI und so ist ja auch nichts Neues. Sollen wir dem jetzt... Ach, damit, ich treffe genauso wenig. Sehr schön. SG-Munition, ja, kann man mal brauchen. Ah, okay. Gut, wow! What? Oh! Gott, der Hund. Natürlich. Habe ich eine Granate? Yep. Boop. Ah, okay, die versuchen tatsächlich wegzulaufen. Gut, macht ja auch Sinn. Allerdings nicht so ganz clever. Die Feds planen einen Staatsstreich. Ach, wirklich? Sie warten auf Calvin Wacks Befehle, um mit dem Angriff zu beginnen. Mhm. Sie müssen ausgeschaltet werden. Viel Glück, Colonel. Ich habe alles gehört. Ich werde Colonel Amos informieren. Wax ist Nummer 1. Wir haben ihn. Wax. Moment, ich muss kurz mal in meinen letzten zwei grauen Zellen rumkramen. Wax. Wax sagt mir gerade gar nicht. War es Wax der Berater des Präsidenten? Wo ich ja noch gemeint habe, hier von wegen die Brille, kommt mir sehr bekannt vor. Oder habe ich da gerade was? Wax. Warum sagt mir der Name gerade überhaupt nichts? Wax. Ja, sorry. Wie gesagt, sagt mir gerade überhaupt nichts. Aber wenn ich ihn sehe, dann weiß ich es ja wahrscheinlich sowieso wieder. Okay. Alles klar. Stoppen Sie die Operation Total Red. Ja, liebe Leute, eigentlich klingt das für mich doch jetzt so etwas nach Ende. Also schön langsam hier. Ich meine, gut, bei meinen nicht vorhandenen Skills wird es wahrscheinlich eh noch 5 Parts dauern. Aber so rein von der Ausgangslage her klingt das doch sehr stark nach Beendigung dieses Spiels. Bin sehr gespannt, denn ich werde jetzt hier erstmal wieder einen Cut machen, wie auch üblich nach einem Level. Von daher, ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei hier bei der Bergung des Präsidenten. Und ich würde sagen, das nächste Mal gucken wir uns dann jetzt auch wirklich an, wie wir diese Operation stoppen können, wie wir Wax stoppen können, bei dem ich mir jetzt wirklich immer noch nicht ganz sicher bin, wer das nochmal war. Aber gut, ich bin mir sicher, dass mir im nächsten Partner auch auf die Sprünge geholfen wird. Und ja, ich wünsche euch bis dahin, wie gehabt, einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao, ciao.